Der Onkel Frankie, der hat ja jetzt seine eigene Partei gegründet und gesagt, das ist ein historischer Tag für Österreich und ein historischer Tag für die ganze Welt. Aber warum denn so bescheiden? Tag für den gesamten Kosmos ist das. Für das Universum. Frank Stronach, der Mann mit dem Urknall. Ein kleiner Schritt für den Frankie, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Und weil sich da jetzt die Leute so lustig drüber machen, dass sich der Frank Stronach nicht mal die Namen seiner eigenen Abgeordneten merken kann. Die Namen stehen in der Zeitung. Natürlich kenne ich die meisten. Ich kann auch jeden Namen. Aber das sind ja ihre. Wir haben ja dann von Gerd Köfer bis zum, Robert. Ich meine, wissen Sie auswendig, was Sie sich in den letzten Wochen gekauft haben? Wie dieser Krempel heißt, den Sie sich gekauft haben? Aber wieso soll denn dann der Frank Stronach wissen, wie die Abgeordneten heißen, die er sich gekauft hat? Aber eigentlich müsste doch das ganze Land in schallendes Gelächter ausbrechen angesichts dieses verwirrten alten Mannes, der hier seine groteske Show aufzieht, seine Freakshow. Oder vielleicht sogar eher mitleidig schmunzeln angesichts seiner grotesken Selbstüberschätzung, seiner permanenten Bereitschaft, sich lächerlich zu machen. Aber stattdessen starrt man eher so gespannt drauf, wie der sich der Lächerlichkeit preisgibt. Wieder einer, der offenbar nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, durch die Öffentlichkeit stolpert. Das hat, dieses Hinschauen hat dann fast schon was Voyeuristisches, wie bei diesen Dolmen im Big Brother Container, die glauben, sie seien ein Star. Ja, und ich wage zu behaupten, das sehen sogar die ganz ähnlich, die ihn wählen würden, diese 5-10% männlich schlecht gebildet, vornehmlich vom Land. Ich bin ja auch nicht so deppert, dass sie dem auf irgendeine Weise politisch anhängen. Ich würde eher sagen, die haben so ein reines Entertainment-Verhältnis zur Politik entwickelt. Die sagen, ich wähle den Clown, der ist ganz anders. Die sagen, raus mit all diesen faden Politikern und rein mit dem lustigen Opa, da haben wir endlich was zum Lachen oder zumindest Unterhaltung oder irgend sowas. Und ich meine, weil diese Stronach-Partie da jetzt so hochgeschrieben wird, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sich diese Witztruppe innerhalb von einem Jahr im Scheinwerferlicht so zerlegt, dass die dann Schwierigkeiten haben werden, die 4%-Hürde zu überspringen. Klar, ich kann mich irren und Voraussagen sind immer schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber klein ist die Wahrscheinlichkeit nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Ja, und dass ein Jahr eine lange Zeit ist, das denkt sich möglicherweise im Augenblick auch der Werner Faymann und irgendwie hofft er wahrscheinlich sogar drauf. Und entschuldigen Sie, dass ich hier jetzt nochmal ein paar Gedanken zu dieser Hauptkausa anbringe, die ja Österreich bewegt wie nichts anderes. Ist mir selber schon irgendwie unangenehm. Ich meine, es gibt so große Probleme in der Welt. Es wäre doch sinnvoll, sich über die Finanzkrise Gedanken zu machen oder über die Bankenregulierung oder wie wir unsere Wirtschaft wieder flott kriegen, wie wir da mehr Gerechtigkeit reinkriegen oder sonst irgendwas. Und in Österreich muss man sich Gedanken machen über U-Ausschüsse, über Inserate, über Korruption und sowas. In diesem Land, in dem die Parteivorsitzenden wichtiger oder halbwichtiger Parteien heißen, Faymann, Spindlecker, Strache, Bucher, Stronach. Ich meine, lehnen Sie sich zurück einen Moment und sprechen Sie das langsam nach. Faymann, Spindlecker, Strache, Bucher, Stronach. In diesem Land, in dem diese Leute Spitzenpolitiker sind, in diesem Land leben Sie, ja, Sie. Haben Sie das verdient? Also, nochmal zu dieser Causa, die in der vergangenen Woche nochmal an Dynamik gewonnen hat. Der Kanzler ist jetzt schwer belastet. Ja, und das, obwohl wir eigentlich gar nichts Neues erfahren haben, was wir nicht schon vorher irgendwie wussten, aus Gerichtsprotokollen, zugespielten Enthüllungen, aus Zeitungen etc. Lassen Sie mich da jetzt einfach mal ein paar nüchterne Überlegungen anstellen. Ich meine, wir empören uns so viel und so leicht und natürlich mit viel Recht, aber schieben wir das mal beiseite und fragen wir nüchtern, wie kann das eigentlich alles weitergehen? Kann Faymann da eigentlich noch irgendwie rauskommen? Also, soweit ich das überblicke, denkt man in der SPÖ in weiten Kreisen erstmal so. Da gibt es die einen, die Faymanns Agieren auch für kritikwürdig, empörenswert oder einfach halt für dumm halten, die aber meinen, dass von all dem, was da jetzt aufbricht, ja nur die anderen profitieren, der Strache oder gar der Stronach und die deswegen da jetzt auch so ein bisschen in eine Wagenburg-Mentalität hineinkippen. Und dann gibt es die, die wirklich überzeugt sind, da stehen wir durch, da tauchen wir durch. Die glauben, in einem Jahr spielt das alles keine Rolle mehr. Oder schlimmer noch, die darauf hoffen, dass Krone, Österreich heute und all diese anderen gekauften Schmierblätter nicht berichten werden und dass deren Leser nichts erfahren werden von all den Vorwürfen gegen Faymann. Und die hoffen, dass diese Leser, die in Unmündigkeit und Unwissenheit gehalten werden, dann den Faymann wählen.
Und ich meine, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja für sich allein schon ein starkes Stück, diese Berechnung, dass man darauf hofft, dass die eigenen Wähler, die Blöden sind, die in ihrem Tal da Ahnungslosen sitzen, nur Trottelzeitungen lesen und von nix was mitkriegen. Das ist ja nochmal einen Dreh ärger als das Packeln mit dem Boulevard, weil hinter diesem Packeln mit dem Boulevard stand ja zumindest immer folgende Überlegung. Ja, es gibt halt diese Leute, die lesen nur diese Zeitungen und das ist zwar nicht schön, das ist sogar ganz schlecht und traurig, aber mit dieser Realität muss man halt umgehen und deswegen muss man sich mit all diesen Boulevard-Opas, mit diesen Fellners und Dicherns und so weiter halt arrangieren. Und jetzt denkt man zunehmend in diesen Kreisen, ja, es gibt diese Leute, die lesen nur diese Zeitungen und die kriegen hoffentlich nichts von dem mit, was vorgeht. Gott sei Dank gibt so viele Idioten, die nur diese Zeitungen lesen. Übrigens, so schäbig diese Berechnung auch ist, sie ist vor allem nicht einmal wahr. Es gibt dieses Tal der Ahnungslosen gar nicht. Auch wer Krone Österreich heute liest, der schaltet mein irrtümlich den Fernseher ein, wie die ZIP läuft. Okay, und selbst wenn das gar nicht so wahrscheinlich ist, er oder sie kriegt was mit. Er oder sie redet mit Freunden, mit Arbeitskollegen irgendwo in der Kneipe. Also die Leute kriegen was mit. Aber gut, ich drift schon wieder ab. Was gibt's also bei nüchterner Betrachtung denn da jetzt so für Möglichkeiten? Erstens, Faymann sitzt das wirklich aus. Es ist klar, er hat diese möglicherweise im juristischen Sinn korrupten oder eben möglicherweise auch nur halbkorrupten Inseratendeals getätigt. Es wird weiter ermittelt, aber es kommt zu keiner Anklage. Moralisch ist natürlich klar, das ist auch nicht besser als illegale Parteienfinanzierung, nur dass das Geld halt nicht durch Parteikassen gegangen ist, sondern direkt von der ÖBB zur Krone und Co. und dass der Nutzen von einer Partei oder besser gesagt von einer Person in einer Partei lukriert worden ist, aber moralisch macht das keinen so großen Unterschied. Aber trotzdem, es gibt diese Möglichkeit, muss man realistisch so sagen. Er taucht das durch, er rettet sich bis zum Wahltermin, wird zerzaust natürlich, aber nicht so arg, bleibt vielleicht mit 26% oder so sogar stärkster im Land. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, der Ostermeier nimmt alles auf sich, sagt, der Chef hat das nicht gewusst oder er war höchstens kursorisch informiert. Er tritt zurück, wird möglicherweise sogar angeklagt. Er wird dann das klassische Bauernopfer, das sich für seinen Chef eben opfert. Ich weiß nicht genau, ob diese Vorgangsweise überhaupt noch funktionieren kann und oder ob das Loch, das sich diese SPÖ-Spitze gegraben hat, nicht längst viel zu tief ist, aber es ist eine gute Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, glaube ich, dass sie diese Strategie wählen. Sehr gut möglich ist das. Die dritte Möglichkeit ist, mit der man sich besser gedanklich langsam anfreundet, Faymann ist nicht zu halten. Diese seltsame Welt der Politik, also dieser taktischen, parteitaktischen Wir gegen die anderen Politik, die zeichnet sich ja oft auch dadurch aus, dass man da so einen Tunnelblick kriegt und nur bis zum nächsten Tag denkt oder höchstens bis zum übernächsten Tag denkt. Und heute ist es ja so, das muss man ganz nüchtern analysieren, dass sich wahrscheinlich kaum jemand in der SPÖ-Spitze vorstellen kann, ohne Werner Faymann in die nächste Wahl zu gehen. Aber es kann natürlich sehr leicht sein, dass sich in 2 Monaten niemand mehr vorstellen kann, mit dem Werner Faymann in die nächste Wahl zu gehen. Das kann einfach sein, das kann sehr leicht so sein. Und nüchtern analysiert gibt es dann meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten. Erstens, die SPÖ geht mit Rudolf Hunsdorfer in die nächste Wahl. Das ist gewissermaßen die naheliegende Variante. Zweite Möglichkeit, Gabi Burgstaller. Keine Ahnung, ob sie das tun würde. Manche Leute sind ja lieber unangefochtene Erste in ihrem Bundesland, als dass sie auf einen Schleudersitz ins Kanzleramt wechseln würden. Und dritte Möglichkeit, ÖBB-Chef Christian Kern. Wenn realistisch von Personalreserven in der SPÖ gesprochen wird, dann fällt immer wieder sein Name, weil der unter schwierigsten Bedingungen einen guten Job macht, was an sich schon eine Empfehlung ist. Übrigens, ich habe auch keine Ahnung, ob der sich darum reißen würde. Realistischerweise ist es nach meiner Ansicht jetzt also so, die SPÖ geht in die nächste Wahl entweder mit Werner Faymann oder mit Rudolf Hunsdorfer oder mit Gabi Burgstaller oder mit Christian Kern. Und wenn man das mal so kühl nüchtern durchanalysiert hat, da fällt einem dann doch irgendwie auf, so unattraktiv sind diese Alternativen gar nicht. Und deshalb kann es sogar sein, dass die Konkurrenz, die ÖVP und Co., Faymann sogar ab jetzt ein bisschen schonen, damit er nicht vollends kippt. Denn Faymann in derart angeschlagenen Zustand als SPÖ-Chef und Spitzenkandidat, das ist wahrscheinlich das Beste, was ihnen 2013 passieren kann.